Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Cells. Und ihr seht schon, wir sind im Fatal Falls DLC. Denn Motion Twins war so nett und hat mir ihr DLC geschenkt. Das ist erst am 26.01., also an dem Tag, wo dieses Video rauskommt. Um 18 Uhr kommt das, glaube ich, heute raus. Kostet 5 Euro, es sei denn, ihr habt schon Dead Cells. Dann könnt ihr euch auch ein Bundle kaufen mit Fatal Falls und diesem Bad Seed DLC. Und dann kriegt ihr 15% Rabatt bei Steam. Bliblablub, wir gehen auf jeden Fall mal ins Spiel rein. Ich habe gar keinen Plan mehr, wie dieses Spiel geht, denn ich habe das Gefühl 10 Jahre nicht mehr gespielt. Aber wir gucken trotzdem mal, ob wir neue Sachen finden. Also garantiert, ich zeige euch auf jeden Fall, es gibt einen neuen Boss und sowas, den werde ich euch zeigen, wenn ich denn da hinkomme. Das ist die andere Sache. Und es gibt auch neue... Oh Gott, wie geht das nochmal überhaupt alles? Es gibt auch neue Waffen und neue Gegenstände etc. Okay, so rollt man. Wir werden ohne irgendwelche komischen Bosszellen hier agieren. Denn ich bin jetzt, glaube ich, wirklich richtig schlecht in diesem Spiel geworden. Hä? Gab es hier vorne nicht immer irgendwelche Waffen? Wieso kriegt man keine Waffe? Hallo? Ach, man darf die sich inzwischen ausdrücken. So ist das. Guck mal, ich habe es schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich nicht mal mehr dieses... Nee, das habe ich freigeschalten, ne? Ach, Leute, ich weiß gar nichts mehr. Was sieht denn interessant aus? Ich glaube, ich gehe mit dieser komischen Klinge hier. Und da haben wir nämlich auch einen Eisbogen dabei. Und Eisbogen weiß ja jeder. Ups. Eisbogen ist richtig geil für Leute, die nicht gut sind. Weil die können dann einfach die Leute einfrieren und die Gegner dann wegduddeln. Oh, geil. Wir haben mal zwei. Was heißt das? Bin ich verflucht? Krieg ich doppelten Damage? Was heißt diesen Ball 2 über meinen Kopf? Oh Gott, ich weiß gar nichts mehr. Ja, wir machen hier mal den normalen Weg. Ich zeige euch auch, wie ihr laufen müsst. Oh Gott, die Waffe ist ja richtig langsam. Wie ihr laufen müsst, um zum neuen Boss zu kommen. Das ist halt so ein neuer Mittelboss. Oh, die Waffe ist gar nicht so schlecht, möchte ich meinen. Der Anfang ist, glaube ich, ganz normal. Ihr müsst auf jeden Fall zu dem ersten Boss gehen, der da auf seiner Brücke lauert. Also dieser ganz normale Standardboss. Da muss man auf jeden Fall hin. Genau, da müsst ihr hin und nach dem Boss könnt ihr euch dann aussuchen, wo ihr hingeht und da dürft ihr dann nicht in die blablabla Sanctuaries gehen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Leute, aber werdet ihr denn alles sehen. So, hier will ich nicht hin, das ist ja der eine Ausgang. Wir nehmen schön den anderen Ausgang. Ah, der hier. Promenade der Verdammten. Also man geht den ganz normalen Weg erstmal. Oh, hier gibt es auch schon ein neues Item. Einen Rucksack. Erlaubt ihr das Tragen einer zweiten Waffe? Haltet die Interaktionstaste, um den Rucksack zu leeren? Zweite, okay. Man kann doch sowieso zwei Waffen. Ach, oder meinen die zwei Handwaffen kann man allgemein tragen. Ich glaube, das gab es auch schon in einem älteren DLC oder in einem Update zumindest. Ich glaube nicht, dass das mit Fatal Falls neu dazugekommen ist, aber sicher bin ich mir da nicht. So, lasst uns weitergehen in die Promenade der Verdammten. So, und da ich weiß, dass die meisten sowieso vorspulen würden, wenn ich das hier alles zeige, überspringen wir das alles. Gefängnisdächer ist halt dann einfach die nächste, das nächste Biom, in das wir reingehen. Aber auch das brauche ich euch nicht zeigen, hier gibt es nämlich auch nichts Neues. Wenn ich eine neue Waffe finde, dann schon, aber sonst sehen wir uns am Ende dieses Biops wieder. Bis gleich. Und da war schon die schwarze Brücke. Nice, nice. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, was genau der Rucksack macht, weil so richtig verstanden habe ich dies jetzt noch nicht. Der sollte... Ah ja, wir haben jetzt einfach einen weiteren Platz. Und da kann jetzt einfach eine sonst was Waffe rein, also auch ein zweiter Bogen oder was? Das wäre natürlich mega geil. Oh Gott, ich hoffe, ich kann den überhaupt besiegen. Ich habe so lange nicht mehr gegen den gekämpft und irgendwie habe ich wieder ein Mal 2 über meinem Kopf. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt plötzlich herkam. Aber ich glaube, ist schon drin, den zu töten, oder? Auch ohne, dass man jetzt ein halbes Jahr nicht gegen ihn gekämpft hat oder so. Ich glaube, das ist sogar über ein halbes Jahr. Aber so schwer ist er jetzt auch nicht. Na toll. Danke, Octo. Als ob ich gegen den ersten Boss verliere, ohne eine Bosszelle drin zu haben. Was geht denn bei mir ab? Vor allem, dadurch habe ich jetzt einfach eine Mutation verkackt. Wie soll das denn dann gegen den richtigen neuen Boss laufen, bei dem ich nicht mehr weiß, was er macht? Oh, geil, ey. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Das kann ja was werden. Oh, eine nette Waffe. Assassinendolch, finde ich richtig geil. Aber ich bin jetzt schon so weit auf grün, ne? Kann ich leider nicht mitnehmen. Sorry, Assassinendolch. Ich mag dich sehr, sehr gerne, aber... Ja. So, und jetzt soll hier nämlich statt Lumberwing Sanctuary, das ja, glaube ich, oben ist, dieses neue Gebiet sein. Ah ja, hier, die Schreinruinen, genau, die sind neu. Okay, also ab jetzt alles neu. Ich habe gar keinen Plan, was jetzt passieren wird, was es für Gegner geben wird, wie das aussieht hier. Oh, aber das sieht schon mal sehr cool aus. Die Schreinruinen. So, ich bin jetzt sehr gespannt, was dieses DLC so kann. Und ab jetzt muss man noch nicht mehr drauf achten, wo man hinläuft, sondern... Hey, neuer Erfolg, geil, vom Himmel gefallen. Sondern man läuft einfach nur hier durch. Das sind quasi zwei neue Biome. Das hier ist das erste. Danach ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wo man hingehen kann. Das zweite neue Biom. Und danach kommt dann halt der Boss von diesem Biom. Oh, okay, wir haben hier... Oh, what? Wow! Alles klar, er kann sich einfach... Ja, alles klar, er kann sich teleporten mit seinem komischen Speer. Ist so eine Art Schlange, nicht wahr? Ah, das gibt doch auch sowas... Ja. So Medusa-mäßig sind die hier drauf. Okay, und man ist hier irgendwie...
auf fliegenden... Oh, Inseln. Was sind das denn für... Guck mal, da schießt irgendwas aus dem Boden und es gibt hier komische Krähen. Und die scheinen... Ah, nicht allzu böse zu sein. Au, yo, okay, der geht ja richtig ab. Hä, der schleudert einen mega weg. Und der heilt sich. Habe ich das gerade richtig gesehen? Au, dass er sich heilt? Komm doch mal her hier. Sperr mal dein Speer. Ja, komm mal her. Hä? Ich habe mir gerade eingebildet, dass er sich heilt. Aber vielleicht habe ich mir das wirklich nur eingebildet. Okay, aber ich muss sagen, das neue Gebiet sieht schon sehr, sehr cool aus. Es ist heller als bei den Bad Seed DLC. Da war ja alles so dunkel und grün und komisch. War auch sehr cool. Hat mir auch gefallen. Aber ich glaube, hier gefällt mir das sogar noch mehr. Und die Musik ist geil, nicht wahr? Die hat schon was. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich hier nicht allzu lange... also, dass ich hier recht lange überlebe und nicht allzu viele Damage bekomme. Ich habe noch nicht so ganz raus. Ah doch, okay, ja, ich habe jetzt... Ich glaube, ich check jetzt, was abgeht. What the fuck? Hier sind einfach irgendwelche Äxte, die rumfliegen. Oh, ich muss ja auch aufpassen, dass ich nicht sterbe, ne? Weil wenn ich jetzt gar keine Leben mehr habe, dann bin ich einfach tot, weil ich meine Ugo-Mutation leider nicht mehr habe. Ich Dummkopf. Au, what the fuck? Was war das denn? Okay, hier gibt es überall Fallen, wo ich natürlich nicht weiß, wo die sind und warum die hier sind. What the fuck? Okay, okay, ja. Muss halt erstmal checken, dass hier neue Sachen sind. Na, ich nehme auf jeden Fall keine verfluchte Schatztruhe mit. Ich bin zwar manchmal ein bisschen dumm, aber so dumm bin ich nicht, dass ich in einem neuen Gebiet, das ich noch überhaupt gar nicht kenne, eine verfluchte Schatztruhe mitnehmen würde. Da, ja, okay, den habe ich sogar gesehen. Ich habe den sogar gesehen, aber zu spät reagiert. Oh, überall gibt es hier irgendwelche Fallen. Das ist ja richtig eklig. Und die... Wow. Guck mal hier. Die Dinger, worauf man steht, die Wege, die brechen einfach zusammen. Warte mal. Lass uns jetzt mal einmal gucken. Okay, die kann man auch töten, diese komischen Vögel. Lass mal gucken. Wir sehen da ja... Warte, hier. Leute. Mann, hier ist viel zu viel Action. Wir sehen hier so ein Holzteil. Ist das das Ding, das mich immer wegschleudert? Ah, jetzt sehe ich das. Man aktiviert die selber. Hier ist so ein Knopf gewesen. Okay, okay, okay. Also wie so ein bisschen in so einem Maya-Tal. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man hier runterfällt von den komischen Inseln... dass man dann tatsächlich auch einfach tot ist, oder? Also, dass man dann in den Abyss fällt. Und im Abyss verliert man ja recht sehr, sehr viele Leben. Also, man kennt das ja zum Beispiel von den... von den Dächern. Mein Gott, ich bin so schwach. Ich weiß nicht, warum ich meinen Bogen weggenommen habe. Der Bogen war eigentlich richtig gut für so einen Anfänger wie mich. Dieser komische Eisbogen. Ich hätte gerne wieder einen Eisbogen. Leute, könnt ihr mir bitte einen neuen Eisbogen geben? Aber diese komischen Schlangen, die finde ich richtig cool. Auch vom Design her, wie sie sich bewegen, etc. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Ah, ein Miniboss. Okay, ein Miniboss. Au! Ein Miniboss, der sehr viele Leben wehtut. Aua, aua, aua. Lass mal bitte heilen. Oh Gott. Hä? Wieso tut der vor allem so doll weh? So, hier, Eule. Kommen Sie raus. Ich brauche Sie. Okay, was kann der denn alles? Der hat eine große Axt. Okay, Äxte sind das Thema in dieser Welt, also wie so wie es scheint. Und der hat eine riesige Reichweite. Guck mal, der hat so eine große Reichweite, dass meine Eule ihn nicht mehr angreifen will. Jetzt hat sie... Aua, endlich mal gerafft. Holy shit, was hat der für eine Reichweite? Läuft bei ihm, dass er so eine Reichweite hat. Okay, wir machen jetzt den Billow-Move des Jahrtausends und bleiben einfach da oben stehen und schießen ihn von hier aus ab. In der Hoffnung... Oh mein Gott, dass er mich da hinten nicht trifft. Mann, ich weiß nicht, was er macht und was er kann. Ich habe Angst vor ihm. Weil jetzt ist meine Eule wieder weg, weil er mich ja getroffen hat. Billow-Move. Will irgendwo von hinten angreifen, damit du mich nicht triffst. Ich bin voll schlau. So. Holy crap. Was ist jetzt passiert? Ach nein, man muss den töten, damit man weiterkommen kann? Was ist das hier? Muss ich da durch? Ich bin so verwirrt von diesem ganzen Gebiet. Oh nee, wieder diese komische Schlange. Ich habe doch keine Leben mehr. So. Okay, ich habe jetzt aber gelernt, dass er ja immer seinen komischen Speer wirft. Und auf jeden Fall sich immer teleportet, so wie es scheint. Also er kann nicht entscheiden, ob er sich teleportet oder nicht teleportet. Wenn ich das richtig interpretiere hier. Das ist auch gut zu wissen. Oh boy. Aber ich habe richtig Angst, hier jetzt allzu viele Leben zu verlieren. Ich glaube aber schon, dass das da gerade der Ausgang war, nicht wahr? Wir gehen jetzt in diese mysteriöse Tür rein. Vielleicht ist das ja auch nur so ein Zwischending. Ah, guck, ist nämlich doch nur so ein Zwischending. Wir müssen auf jeden Fall rechts noch weiter. Was haben wir denn hier so? Ein Pilzpimpf. Also die gab es ja jetzt auch schon in dem letzten DLC bei Bad Seed. Da sind die, glaube ich, dazu gestoßen. Wir tauschen auf jeden Fall eine Kriegseule aus. Ah, ich hätte eigentlich zwei Kriegseulen einfach mitnehmen können, ne? Egal. Okay, das ist einfach nur eine Schatzkammer. Oh ja, jetzt sehe ich es. Das ist eine Schatzkammer. Eine Schatzkammer dafür, dass man diesen Typen besiegt hat. Dann ist der auch optional, nicht wahr? Der hat hier seine Schatzkammer bewacht, aber weil er tot ist, darf man dann seine Schatzkammer nehmen. Okay, hier scheint es aber nicht weiterzugehen. Wo ist denn dann der Ausgang? Ja klar, hier ist halt alles in der Luft und...
Vielleicht müssen wir einfach hier weiter nach oben, immer weiter nach oben, weil das ist ja auch die Stadt im Himmel. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der Ausgang dann weiter oben ist. Weil der Typ, der hier, also der Boss, der hat bestimmt richtig Bock, in lüftiger Höhe zu kämpfen. Oder nicht? Wieso habe ich mich auch so dumm angestellt gegen diesen komischen Typen? Oh mein Gott! Okay, ich bin tot. Scheiße. Ich habe mich so dumm angestellt, holy shit. Okay, ich spiele nochmal kurz bis dahin, damit wir zumindest den Boss nochmal sehen, ja? Also, bis gleich, Leute. Also, wir gucken jetzt mal, wo das Ende hier ist. Mal gucken, ob ich es diesmal finde, wie das denn überhaupt aussieht. Vielleicht hatte ich das ja auch schon einmal. Oh. Oh nee, jetzt ist ja dieser komische Boss schon wieder. Moment. Okay, so. Komm her. So, ich vernichte dich doch diesmal richtig easy. Warte mal, wo kommt der denn jetzt her? So, hi. Das ist immer noch eine viel zu hohe Reichweite. Kann man dich überhaupt nochmal angreifen? Ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Wer will sich tele... Hallo, ja, dann teleporte dich doch. Wie soll man an den denn rankommen? Ohne, dass er aber gleich zu ihm kommt. Alter, ich hab das gar nicht. Dieses Gebiet ist ganz schön assig. Dabei habe ich so krasse... Was? Nein! Es tut mir leid, kleiner Pilz. Ich wollte dich gar nicht töten. Wie kann ich dich denn vernichten mit meinem ganz normalen... Ich komme ja nicht mal an den ran. Der ist voll unfair, der Typ. Jetzt ohne Witz, ich vergeude schon wieder meinen ganzen Kram an diesen blöden Gegner. Okay, ich weiß auch nicht so wirklich. Ah, vielleicht einfach hinter ihnen. Ja, das ist klug. Man muss sie quasi genauso vernichten, wie den Typen auf der Brücke. Das macht Sinn. Und das hier ist eine neue Waffe. Der Eisenstab. Das weiß ich, dass das eine neue Waffe ist. Mal gucken. Vielleicht können wir die ja auch noch freischalten. Hä? Hier ist einfach noch ein zweiter Boss. Was geht ab? Es gibt einfach zwei von denen. Sind die hier einfach überall oder was ist los? Was geht los da rein? Aua, die machen natürlich auch mega den Damage, wenn sie dann mal treffen. Aber ich weiß jetzt, wie ich dich vernichte. Einfach immer an dir dranbleiben. Das ist die beste Verteidigung. Gar nicht weglaufen. Weglaufen ist schlecht. Immer schön an ihm dranbleiben. Ja, das funktioniert ganz gut. Aber guck mal, er hat keine neue Dings hier geöffnet. Keine neue Tür in sein Schatzgebiet. Das ist ja ein bisschen belastend. Nein, aber da geht es natürlich nicht weiter. Richtig dumm. Dizzy, du bist richtig dumm. Warte mal, gibt's hier... Wird man weggeschleudert? Gibt's hier ein bisschen Wind? Also es ist Wind da, aber der schiebt da nicht nach rechts. Okay, schade. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Ausrede, warum ich da runtergefallen bin. Aber nope, leider nicht. Ja, aber ich weiß jetzt leider trotzdem nicht, wo der Ausgang sein soll. Okay, riesig groß dieses Gebiet. Guck mal, ich kann hier rauszoomen. Man muss also doch ein bisschen weiter nach oben, so wie ich das sehe. Und hier sieht das jetzt so aus, als wenn es hier weitergehen könnte. Also hier ist auf jeden Fall ein Fahrstuhl. Hier rechts unvergängliche Küste. Da darf ich aber nicht rein. Ja, darf ich nicht rein. Ich muss erst irgendetwas machen. Okay, also hier geht die Story irgendwie weiter. Dazu verdammt, unsere Toten zu beschützen. Die Wächter werden ihresgleichen erkennen. Ja, sieht so aus, als wenn wir hier irgendwas vernichten müssten. Und ich kann mich nicht mehr heilen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die jetzt töten kann. Das hier wird aber nicht der Boss sein. Es gibt tatsächlich noch einen richtigen Boss in diesem Gebiet. Hä, Glockenturm? Moment, was? Nee, das wäre jetzt der normale Weg. Wie zur Hölle komme ich denn hier rein? Okay, da hier ja irgendwas von Wächtern steht, vermute ich mal, dass es dann vielleicht noch einen dritten Wächter gibt, den ich erst töten muss, damit ich da weitergehen darf. Heißt, ich muss nochmal nach einem dritten Wächter gucken, ja? Alles klar. Ein paar Sekunden später. Also Leute, ich habe jetzt hier fast alles getötet. Es sind nur noch so vereinzelt Gegner da, aber die haben auch nichts zu sagen. Es gibt keine weiteren Wege, wo ich irgendwo hingehen könnte, so wie ich das sehe. Und ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch machen soll. Eventuell ist das so, dass man diesen komischen Gatekeeper aus Rise of the Giant töten musste. Denn sonst sehe ich jetzt nicht, was ich machen soll. Und ich kann leider nur in den Clock Tower gehen und das ist ja falsch. Also irgendwas fehlt mir. Eventuell geht das auch nur, wenn man mehrere Bosszellen drin hat. Das kann auch sein. Ich weiß es leider nicht, wie ich in die unvergängliche Küste reinkomme. Von dem her kann ich euch da jetzt leider gar nicht mehr zeigen. Oh, hä? Leute, warte mal. Hier liegt irgendwas. Kultisten-Outfit? Und dann liegt hier auf der anderen Seite doch bestimmt auch irgendwas, oder? Nee. Hä, warum war da denn jetzt so ein Kultisten-Outfit drin? Brauche ich dieses Kultisten-Outfit-Ding, um hier weiterzukommen? Ist das so ein Wächter-Outfit? Einen Moment. Oh, scheiße. Leute, ich glaube, ich habe da gerade was gefunden. Und es ist nämlich ein Kultisten-Outfit und das kostet auch nur eine einzige Zelle. Das war so ein Typen, der da tot rumlag in dem letzten Gebiet. Und ich glaube, man braucht genau dieses Outfit, weil es eben auch so günstig ist, um in diese Tür zu kommen. Das wäre richtig, richtig sad, wenn das wirklich so wäre. Das wäre richtig, richtig sad.
Ich werde mir jetzt diesen Kultisten-Outfit anziehen. Es sieht ja zumindest ein bisschen so aus wie... Ja, es sieht nicht nur ein bisschen so aus, es sieht so aus wie diese blöden Wächter, die da vorstanden. Ob man das jetzt ausgerüstet haben muss oder nicht, gar kein Plan. Und jetzt werde ich einfach nochmal dahin laufen, um zu gucken, ob das was bringt. Sehen wir uns gleich wieder, Leute. Eine Ewigkeit später. So, alright, Leute, wir sind wieder in den Schreinruinen. Diesmal habe ich diesen Zeug an. Ich habe, wenn wir mal kurz auf die Map gucken, fast gar nichts auf dieser Map hier gerade gemacht. Ich habe also diese beiden Wächter nicht getötet. Vielleicht durfte ich deswegen gar nicht rein. Das kann natürlich auch sein. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir... Ja, wir dürfen hier rein. Jetzt? Ja, man muss das Kultisten-Outfit tragen. Man muss das verfickte Kultisten-Outfit tragen, damit man da rein darf. Und dieses Kultisten-Outfit kriegt man aber nur, wenn man hier in dieser Map dieses Kultisten-Outfit überhaupt findet. Das heißt, du musst zweimal hier hingehen, damit du überhaupt da reingehen darfst. Was ist das denn für ein Egal. Leute, wir gucken uns das jetzt auch an. Ich wollte schon aufgeben. Ich habe jetzt zwar in dieser Map da gerade gar nichts gemacht und habe das überhaupt nicht ausgenutzt, was man da alles machen konnte. Aber ich möchte euch ja eigentlich einfach nur die neuen Sachen zeigen. Wegen diesem Kack hier gerade verpasse ich gerade Dschungelcamp. Ja, Leute, ich gucke Dschungelcamp und ich verpasse es gerade deswegen. Konnte ja auch keiner damit rechnen, dass ich dreimal hier hinlaufen muss. Einmal, weil ich zu dumm war und dann, weil ich diesen Kack nicht hatte. So, unvergängliche Küste. Das ist das zweite neue Biom. Achtung, Stufe, du hast zum ersten Mal die unvergängliche Küste erreicht. So, bin ich gespannt. Das ist auf jeden Fall düsterer als das eben. Und wenn wir das hier jetzt noch überleben, mal gucken, was hier so auf uns lauert, dann sehen wir auf jeden Fall auch noch den neuen Boss. Das wäre doch ganz, ganz toll. Und dann hätte ich das alles geschafft, bevor überhaupt das DLC draußen ist. Wäre das nicht der Oberknaller, Leute. Also ich fände das richtig geil. Okay, aber bisher, ich sehe hier zumindest noch kein... Oh, doch, der da ist neu. Warte, was war das denn? Habt ihr gesehen? Warte, was geht denn hier gerade ab? Was geht denn hier gerade ab? Da war so eine blaue Wand oder so eine blaue Tür. Okay, ich habe jetzt gerade gar keinen Plan, was ich hier machen soll. Nee, oh, okay, der Typ da macht diese Wände. Was ist das denn für ein komischer Dude? Du bist ja richtig weird drauf. Kann der denn irgendwas außer seine Wände machen? Er kann komische Wände machen. Und die machen, dass ich da nicht durchgehen darf. Aber wir sind jetzt auch ein Kultist. Ihr habt mich reingelassen bei euch, weil ihr Vollidioten seid. Haha, was habt ihr nun davon? Ihr blöden Kultisten, Kultisten gehören nicht in diese Welt. Okay, aber so viel können die jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht so richtig gecheckt, was sie können. Die können ihre komischen Mauern da machen. Okay, damit haben sie bestimmt auch gemacht, dass man hier nicht rein darf. Weil das irgendwelche Hexer oder so, die aber Hexer, die nicht nach Hogwarts durften. Deswegen nutzen die ihre Macht gegen alles Gute oder so. Und was sind das da für komische Dinger? Guck mal, hier fliegen überall so lilane Teile rum. Was hat das zu bedeuten? Vor allem, was kultestitieren die denn? Kultestitieren ist doch bestimmt das Verb für Kultisten, oder? Also, das beschreibt ganz gut, was die machen. Die kultestitieren. Okay, die Kultisten hier, die können auf jeden Fall auch angreifen. Und der das auch, Leute. Was bist du denn für? Yo, das ist einfach so einer, wie wir es sind. Guck mal, das kann ich auch. Der kann seinen Kopf rausschleudern. Was geht denn bei ihm ab? Es gibt also noch mehr von uns. Wir sind nicht die Einzigen, die so geil drauf sind wie wir. Apostaten. Mindestens drei Seelen wiederbeleben? Das sind Apostaten und die können Seelen wiederbeleben? Oh, sag. Das sind tatsächlich Seelen. Ach, wir wurden durch einen Apostat immer wiederbelebt. Wir sind ja auch eine versiechte Seele, so wenn ich das richtig verstanden habe bei diesem Spiel. Guck mal. Und der irgendjemand belebt die immer wieder und wir sind auch so einer. Wenn ich das... Also, glaube ich zumindest. Ah, na toll. Erstmal den Elite-Typen angreifen. Das ist immer eine sehr... Ja, sehr gute Idee. Ich habe gar keine Leben mehr. Geil. Erstmal... Nein, nein, nein. Du Bastard, Alter. Lass mich doch bitte den Boss zumindest angucken. Wo geht hier irgendwas ab? Was geht los hier rein? Okay, wir müssen ganz schnell den Apostel töten hier. Ich weiß, es war gar kein Apostel. Aua, oh Mann, der macht auch so viel Damage. Aber Apostel ist einfacher zu merken. Okay, ja, hier sind ganz viele... Gegner, die wiederbelebt worden sind. Das erkennt man an diesen Heiligenschein, den die über sich haben. Und der Typ hier belebt die alle wieder. Sehr interessant. Ist das dann auch so, dass... Oh, deswegen bringt auch seine komische Mauer was. Wenn man ihn tötet... Oh, nein, 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 nein. Wie kann ich ihn denn jetzt töten? Kann er wieder einfach sterben? Ich habe keine Leben mehr. So, tja, das hast du nur davon. Du Siechtum-Typi stirbst einfach an Gift. Tja, das nennt man Karma. Ich glaube, wenn man den tötet, dann sind auch alle... anderen, die er wiederbelebt hat, auch tot. Okay, ja, aber interessant. Ich finde das Design wieder cool, aber das kriegen die sowieso immer gut hin. Oh mein Gott! Wie viel Damage die aber auch raus... Nein! Das ist unfassbar, es ist unfassbar! Die haben so viel Damage rausgehauen und er mit seiner blöden Wand da immer. Okay, aber wir haben zumindest nochmal ein neues Biom gesehen.
Den Boss kann ich euch was nicht zeigen, Leute. Ich muss jetzt Dschungelcamp gucken. Fuck, okay, das ist schwerer, als ich dachte. Aber neue Gegner sind sowieso immer krass. Okay, aber ihr habt zumindest gesehen, wie man in dieses neue Biom reinkommt. Für den Boss werde ich dann eine eigene Folge machen. Oder wir probieren das einfach regulär in der nächsten Folge. Ach, scheiß drauf. Ich will es ja selber sehen. Von dem her, let's go. Mal gucken, ob ich es diesmal hinbekomme. Ich werde ja jedes Mal ein bisschen besser. Das ist ja das Schöne an diesen Woke-Likes, dass man immer besser wird. Aber wo Woke-Likes, Leute? Freut ihr euch? Ich meine, das geht ja jetzt wirklich an einen Woke-Like-Möger, nicht wahr? Hier, wenn ihr Dead Cells guckt, dann mögt ihr bestimmt Woke-Likes. Und ein anderes gutes Roguelike, das ich kenne und auch mal gespielt habe, ist Isaac. Und Isaac kriegt jetzt auch bald ein neues DLC. Freut ihr euch da drauf, Leute? Kommt, glaube ich, Ende März oder was war das? Werde ich auf jeden Fall auch spielen. Wird toll. Sagt mir mal, ob ihr das euch auch holt. Und ob ihr Isaac mögt oder welches Roguelike ihr besser findet. Dead Cells oder Isaac? Naja, kann man jetzt, glaube ich, nicht so ganz toll miteinander vergleichen, außer dass sie halt beides Roguelikes sind. Aber könnt ihr ja trotzdem mal schreiben. Wahrscheinlich der jetzt, als wenn ihr das hier guckt, aber Isaac ist auch gut, nicht wahr? So, warte, jetzt töten wir den einmal kurz. Bevor irgendwas anderes passiert, mach deine blöde Mauer weg. Sind die da hinten jetzt tot? Ja, ne? Naja, sobald wir den Apostel da getötet haben, sind auch seine ganzen Leute, die ihm folgen, tot. Ha, das macht ja sogar Sinn, oder? Weiß ich nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich dachte, man könnte jetzt eine richtig tolle Bibelanspielung machen, dass weil Jesus ja gestorben ist, dass dann auch seine ganzen Jünger da gestorben sind, aber sind sie ja gar nicht. Es gibt ja immer noch ultra viele Christen. Bin ja sogar selber ein Christ. Richtig, die dumme Denke. Egal. Ja, keine Ahnung. Ihr kennt das hier jetzt alles schon. Mann, man verliert immer auf einmal so viele Leben. Ich verstehe das alles nicht. Oh, ist das alles nervend aufbrausend hier, aber das Spiel ist schon geil. Es macht halt wirklich süchtig. Somehow. Ich wollte heute wirklich nur einmal ganz kurz ins DLC gucken, obwohl ich das monatelang davor nicht geguckt habe oder gespielt habe, dieses Spiel. Kaum spiele ich das mal wieder für ein paar Minuten. Bin ich gleich wieder süchtig und kann nicht aufhören. Das ist echt schlimm. Oh, bist du auch was Neues? Was bist du denn? Schlangenzähne. Hört sich so an, als wenn man damit Leute vergiften könnte. Hört sich neu an. Also ich hatte es zumindest noch nicht. Wie es unschwer zu erkennen ist. Die sind, glaube ich, viel stärker, die Leute, die wiederbelebt worden sind. Kann das sein? Kann das sein, Leute? Sind die stärker? Wirkt auf jeden Fall so. Die machen ultra viel Damage. Somehow. Achso, der hat auch irgendwas, ne? Oh, wieso hast du ihn weggeknubbelt? Kleiner Tod. Wieso hast du ihn weggeknubbelt? Da, man kriegt trotzdem irgendwas. Das ist nett. Achso, und ihr könnt mir auch mal schreiben, wie ihr dieses DLC findet. Für 5 Euro kann man da, glaube ich, nichts sagen, oder? 2 neue Biome. Also eigentlich ja 3 neue Biome. Ein ganz neuer Boss, dann Mini-Bosser dazu. Das ist auch immer richtig hübsch alles. Ist schon cool. Und Dead Cells, die bringen ja jetzt nicht bei jedem DLC, also immer, wenn die neue Sachen rausbringen, wollen sie dafür nicht immer Geld haben. Oh, bin ich tot? Nee. Deswegen kann man das, glaube ich, mal unterstützen. Mit 5 Euro vor allem nur. Das ist weniger, als Edmund verlangt für sein Isaac, wenn wir schon bei dem Thema sind. Der verlangt ja, glaube ich, 15 Euro für sein scheiß DLC. Also scheiß, nur um zu verdeutlichen, was ich von seiner Preispolitik finde. Das DLC könnte ja trotzdem gut sein. Ich mache jetzt die Weglauftaktik. Einfach weglaufen und hoffen, dass man nicht stirbt auf dem Weg. Okay, ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist, die ganze Zeit vor dem wegzulaufen. Aber bisher funktioniert es. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Wieso sind die verschiedene Sachen? Was hat das zu bedeuten? Hä, warum sind da 3 verschiedene Türen? Ey, wenn jetzt hinter einer so einer Tür, wenn man sich falsch entscheidet, irgendwie der Tod lauert, dann wäre das doch richtig scheiße. Will ich in so eine Tür rein? Will ich in so eine Tür rein? Ich weiß es nicht. Ah, die gehen nicht mehr auf. Also ich habe mitbekommen, bei dem Biom, das hier vor war, da hatten wir eine 9, oder es sah zumindest aus wie eine 9 und ein Ohm-Zeichen. Eine 9 und ein Ohm-Zeichen haben wir hier jetzt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man irgendwo hier einen Tipp hatte und sich dann für die richtige Tür hier entscheiden müsste. Und dann kann man da rein. Ich habe mich jetzt halt für die falsche Tür entschieden. Aber ist ja gar kein Problem. Dann muss ich wenigstens nicht gegen irgendwelche komischen Sachen kämpfen. So, aber können wir hier... Lass euch... Nein, 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 du Bastard. Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch ein Leben. Oh Gott. Nein, bitte. Lass mich einfach gehen. Lass mich einfach gehen. Wir müssen schnell zum Shopkeeper. Shopkeeper, wo bist du? Shopkeeper, wo bist du, wenn man dich braucht? Hallo, Shopkeeper. Bitte rette mich. Ich habe keine Leben mehr. Oh Gott. Okay, so, das war meine letzte Fiole. Oh Gott. Ich habe doch dieses... So ist nicht. Hallo, wie viel halten die denn bitte aus? So schwach bin ich doch gar nicht. Das Biom hier vor, da war ich überhaupt nicht so schwach. Und plötzlich fühle ich mich richtig schwach und verkacke hier richtig. Dabei sind das genau dieselben Gegner an sich, wie davor auch. Außer, dass diese komischen Tuppis hier, die anscheinend verstärken. Viel zu krass. Kannst du bitte nicht den Elite-Kämpfer angreifen? Warte mal, wie machen wir das denn jetzt? Ich hätte gern das Pergamenton-Ding hier.
als Pergament. Aber ich möchte... Nein, ich möchte nicht gegen den Typen kämpfen. Oh mein Gott, ich lauf. Ist mir scheißegal. Tschüss. Wie wird man die am besten los? Weiß das irgendjemand? Außer sie jetzt zu töten. Oh, auf zum Mausoleum! Auf zum Mausoleum! Bitte, lass mich bitte gehen. Ich will zum Mausoleum. Oh mein Gott, wir haben es tatsächlich geschafft zu einem neuen Boss. Scheiße. Ich hab so Angst. Boah, hier hab ich gerade wieder richtig dumm angestellt. Oh Gott, der wird mich so töten. Aber, hä? Ihr werdet den auf jeden Fall sehen. Seht ihr diese ganzen Rosen? Ist das dieser komische Gärtner hier? Hä, ist das einfach ein eigenes Level? What the f... Okay, wir sind im Mausoleum. Und das hier ist doch aber auch so eine Gärtnerra... Das ist ein Gärtner einfach. Die Vogelscheuche, ja moin. Was geht ab? Okay, er hat eine Sense. Ich glaube, Sensen sind tatsächlich auch... Das ist ja witzig, auch mit den Dingern hier an den Seiten. Er gräbt sich ein. Sensen sind, glaube ich, auch eine neue... What the fuck? Eine neue Waffe. Was zur Hölle kann er? Okay, ich erstmal checken, was er kann. Er hat auf jeden Fall zwei Sensen, die er andauernd einsetzt. Ich mach mal die Weglauftaktik und sag einfach meiner Eule, dass sie alles machen soll. What the fuck? Okay, der sieht ja mega cool aus. Was der auch alles kann. Okay, ja, ja, okay. Wir sehen auf jeden Fall ein paar seiner Attacken. Aber, ja, das hat weh, danke. Oh, wie man den auch gar kein Damage macht, so, ne? Okay, er hat eine Sense, er kann... Jetzt pflanzt er wieder irgendwas im Boden. Die Dinger machen... Doch, ach, die fliegen auf einen zu. Die kann man bestimmt aber auch kaputt machen, so wie ich die Bosse bei Dead Cells kenne. Okay, dann sollten wir da... Ah, okay, die kommen auch wieder zurück. Ja, 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 hab ich verstanden. Gemein. So, jetzt pflanzt er wieder Dinge. Jetzt müssen wir kurz aufpassen. Ich habe noch nicht so ganz raus. Ah, seine Saaten kommen erst raus, wenn sie angreift. Oder halt, wenn man auf sie raufspringt. Das heißt, nicht auf die raufspringen. Alles klärchen, habe ich verstanden. Komische Saat wieder. Bei dieser Attacke kommt er halt einfach nur runter. Das ist vollkommen in Ordnung. Die darf man nicht berühren. Kann man die denn wenigstens kaputt machen? Ja, die kann man kaputt machen. Seine Saaten. Dann greifen die ja zumindest nicht an. Die Sensen gehen einmal zur Seite und kommen dann wieder in die Mitte zurück. Ach du Scheiße, ey. Chill doch mal kurz. Okay, ich kann mich nur noch einmal heilen. Au. Ey, er macht aber auch mega den Damage, ne? So, kannst du mal ganz kurz chillen? Und wir machen ihn halt gar keinen Damage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich so schwach bin. Scheiße. Oder einfach nur dumm. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn schaffen werde. Also wir sehen... Ja, ja, ich lass mich töten, Leute. Das schaffe ich nicht. Der hat viel zu viele Leben. Ja, da hätte ich wahrscheinlich... Ich bin jetzt ein bisschen durchgewascht, damit ich hier schnell den Boss sehen kann. Ich hätte wahrscheinlich mehr Pergamente mitnehmen sollen, etc. Damit ich wirklich eine Chance gegen ihn habe. Oder ich kämpfe sie halt noch 10 Minuten und hoffe, dass ich gewinne, aber nope. Ja, aber cooler Boss. Okay, geil, haben wir den auch gesehen. Ich vermute, man kriegt wirklich die Sense, wenn man den tötet und wahrscheinlich auch sein Outfit. Ich glaube, wir haben alle seine Attacken gesehen. Wir haben jetzt nicht seine zweite Form gesehen, ne? Aber nochmal laufe ich jetzt nicht zu ihm. No way laufe ich jetzt nochmal zu ihm. Okay, damit haben wir aber, glaube ich, alles gesehen, was man in diesem DLC so holen, also sehen konnte. Jetzt ein paar Items nicht und ein paar Waffen nicht. Aber wir haben ein paar neue Waffen gesehen. Ihr wisst jetzt, wie man da hinkommt. Ihr habt den Boss gesehen und wie man die theoretisch töten könnte. Und also was er auf jeden Fall kann. Und jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich finde dieses DLC mega. Und jo, tschüss, ne?